Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Mail-Video. Heute habe ich hier Post bekommen, ja Post von niemanden. Nee, Spaß. Nämlich hier steht kein Absender drauf. Ich weiß nicht, von wem der Brief ist. Deswegen würde ich einfach sagen, machen wir ihn mal auf und ich hoffe mal, dass da ein Brief drin beigelegt wurde, dass ich wenigstens weiß, von wem der Brief ist. Also die Post hier. Und wir bekommen... Alter Falter. Star Wars Booster, Bayern Booster, Star Wars Cosmic Shells, Packs, Packs Attacks. Alter. Alter Falter. Leute, Leute, der Brief ist erstmal leer. Und was haben wir hier? Nicht vorlesen, Bild nicht zeigen. Okay. Okay, den Brief werde ich jetzt nicht vorlesen, werde ich mir gleich nochmal durchlesen. Auf jeden Fall, ja, haben wir heute Post bekommen, Post von, ja, quasi... Anonymous, von niemanden, auch coole Sache, auf jeden Fall, werde ich heute die Packs Attacks, werde ich die heute öffnen oder werde ich die in einem separaten Video machen? Ich denke mal, die werde ich in einem separaten Video machen, nämlich es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Packs Attacks Booster. Ich denke mal, in ein paar Tagen werde ich die öffnen, dann haben wir hier noch ein Poster von Thomas Müller. Auch richtig cool. Dankeschön. Aber das ganze Zeug hier werde ich heute öffnen. Bayern Sticker von der aktuellen Saison. Richtig coole Sache. Und dann auch hier ein paar Bundesliga-Chips. So. Packen wir mal da unten hin. Hier haben wir nämlich Arjen Robben. Kapitän Mijatovic von der Hertha. Simon Rolfes. Die nächsten, von Nistelrooy, Piotr Trochowski, Manuel Friedrich und Thomas Kraft. Geh auf jetzt hier, dankeschön. Oh nein, da haben wir auf jeden Fall Gomez, Dante und Juri Jut. Und die letzten drei Bundesliga-Chips kommen hier von Simon Poplin. Sven Ulreich als Wookie und zu guter Letzt Maximilian Niku von Freiburg. Dankeschön mal dafür, die ganzen Tüten kommen erstmal hier zur Seite und jetzt fange ich hier an mit den Star Wars Cosmic Shells. Ich glaube, die gab es bei Rewe. Da habe ich schon ein paar Stück von, aber voll denke ich mal, werde ich sie eh nicht mehr bekommen, weil ich hier einfach keine Rewe habe und ich die Dinger nicht kaufen kann. Obi-Wan Kenobi. Kartennummer 13 oder Cosmic Nummer, keine Ahnung. 13 auf jeden Fall. Dann haben wir hier Jar Jar Binks mit der 23. Das Design ist eigentlich richtig cool. Aber wie gesagt, die würde ich eh nicht voll bekommen. Das ist das Problem. Hut. Hot. Hut. Keine Ahnung. Irgendein. So eine Landschaft. Klima. Kalt. Landschaft. Gletscher. Bewohner. Town Town. Wampa. Hyper. So, ein letztes Tütchen. Luke Skywalker. Richtig geil. Zack, hier von hinten. Kraft 4 Punkte, Flug 4 Punkte, Spezies Mensch und so weiter. Größe 1,72 ist der Lümmel nur. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal die Star Wars Tütchen, weil wir sind gerade so im Star Wars Flow. Teil 1 von den Stickern. Da habe ich noch nie welche geunboxt. Die sehen so aus. Es stehen auch keine Fakten drauf. Einfach nur so. Von hinten. Ja, ganz schlicht halt nur die Stickernummer. Weiter geht's hier mit dem zweiten. Die werde ich auf jeden Fall nicht sammeln, denke ich mal. Weil Star Wars Sticker, ne, ist nicht so mein Ding. Wenn überhaupt, aber die werde ich auch nicht sammeln, die Star Wars Karten.
Zack, zack. Und hier nochmal ein paar Stormtrooper. Also Star Wars finde ich zwar geil. Die Ü-Eier-Figuren sammle ich. Die, ja, teilweise die Force Attack-Serien hatte ich auch gesammelt. Habe sogar, glaube ich, eine Serie voll. Movie Cut 2 oder so. Jetzt habe ich hier sogar einen Sticker angerissen. Von der Rebel Attack-Serie. Sortieren wir mal anders hin, da oben rechts. Das sind nämlich die Rebel Attacks Sticker-Tütchen. Da hat er uns hier 5 Tütchen beigelegt. Also richtig heftig. Von dem Unbekannten. Ich weiß immer noch nicht, von wem das ist. Beziehungsweise, ich weiß, von wem das ist, aber ihr wisst es halt nicht. Zack, weiter geht's hier. Boom, Rebel Attacks habe ich noch nie geschaut. Wenn dann überhaupt das Normale Star Wars, das ist viel geiler. Stimmt, die Rebel Attacks Kartenserie habe ich auch fast vollständig. Also wie gesagt, Karten sind da deutlich geiler. Von Fußball, Sportsachen sammle ich alles. Karten, Sticker, Champions League Sticker, Bundesliga Sticker. Will ich dieses Jahr auf jeden Fall noch voll bekommen. Natürlich die Match Attacks, die ich schon fast vollständig habe. Da fehlen mir nur noch ein paar Limis. Die normale Serie habe ich vollständig. Zack, und dann kommen wir hier zum letzten. Die Bayern-Sticker, die könnte man eventuell auch sammeln. Muss ich mir noch überlegen. Gucken, ob es von welchem anderen Verein auch noch solche Sticker gibt. Aber ich glaube, von Hertha gibt es leider keine solche Sticker. So, weiter geht's hier mit dem letzten Tütchen. Buh, so. Und damit wären wir jetzt hier bei den Bayern-Tütchen. Richtig geil, da freue ich mich sehr drüber. 15, 16, FC Bayern München. Die letzte Saison von Pep, Mario Götze hier, dann Alaba, ja, müsste Alaba sein, er schießt hier mit links, David Alaba, hier nochmal David Alaba als Ingame-Sticker, hier natürlich Manuel Neuer und zu guter Letzt haben wir hier, wie heißt er? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kurz überlegt, aber fällt mir nicht ein. Das Gesicht kommt mir natürlich bekannt vor. Hier nochmal Mario Götze. Thiago hier mit der Numero 6. Franck Ribéry als Porträtsticker. Jerome Boateng als Porträtsticker. Und Pep Guardiola. Nice. So, weiter geht's denn. Wenn es von dieser Serie nicht so viele Sticker gibt, vielleicht sammle ich die, ja. Douglas Costa. Puh, wer ist das? Xabi Alonso, würde ich jetzt schätzen. Dann hier Mannschaftsfoto mit Boateng, Martinez, Dante, Rode, Kimmich, Heuberg, Kirchhoff, Neuer und so weiter. Hier die untere Seite, Hälfte. Passt genau hin. Nice. Und dann haben wir hier noch das Torwarttrikot. Von Manuel Neuer kann man so sagen. Weil andere Torhüter stehen da eh nicht drin. Möp. Außer vielleicht ganz am Ende. Die letzten zwei Bundesligaspiele, wo Bayern eh schon Meister ist. Sebastian Rode, Arjen Robben, dann hier Ulreich, Tom Starke, Pep, Juan Bernard, Müller, Benatia, Douglas Costa und der Typ hier. Mann. Das ist doch der Sohn von einem berühmten Fußballer. Aber wie heißt der jetzt? Keine Ahnung. Dann hier die Allianz Arena. Hier erkennt man natürlich, dass der FC Bayern München spielt, weil die Allianz Arena in Rot erleuchtet ist. Hier nochmal Pep. Und dann kommen wir hier zum letzten Tütchen. Weil das Video geht ja schon ungefähr 8-9 Minuten. Und deswegen öffne ich die Packs Attacks in einem separaten Video. Hier haben wir nochmal Mario Götze, Robben als goldener Sticker, David Alaba, Robert Lewandowski und einen Herrn, den ich wieder nicht kenne. Und dann würde ich sagen, ja, war's das für heute. Richtig geil. Bayern-Sticker, Star Wars-Sticker, Star Wars Cosmic Shells, Packs Attacks, die kommen ja auch noch. Also enorm geil, da freue ich mich schon drauf. Werde ich, denke ich, mal gleich im Anschluss aufnehmen. Und auf jeden Fall war's das jetzt hier für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein paar Däumchen nach oben, wenn ihr mit mir tauschen wollt, checkt unten die Videobeschreibung aus, da ist halt meine E-Mail bzw. auch mein Instagram-Account verlinkt, da könnt ihr mir auch schreiben, da werde ich auch täglich oder alle ein, zwei Tage mal
Bilder posten und dann würde ich sagen, haut da rein, Tschüssikowski.